Herr Appel hat das vorhin schon angekündigt. Wir versuchen jetzt mal super modern digitale Schaltung, eine Skype-Schaltung. Ja, wir sehen ihn schon, Arndt Simon, den Senior Director von Microsoft Digital. Ja, Herr Simon, wir sehen Sie. Sie sind in München, wir sind in Berlin. Dank der Digitalisierung und moderner Technik und dank den Kollegen der Technik, die jetzt vielleicht auch mal einen Applaus dafür bekommen, dass Sie uns verbinden. Wir haben Sie gut auf dem Schirm. Können Sie uns gut verstehen? Ich kann Sie sehr gut verstehen. Wunderbar. Das ist fast so gut wie Alexander Gerst letztens in der Schaltung zur TU in Berlin. Herr Simon, Sie werden uns jetzt Ihren Vortrag sozusagen über Skype geben. Darauf freuen wir uns und wir würden sehr, sehr gerne danach die Möglichkeit für die ein oder andere Frage aus dem Publikum möglich machen. Sehr gerne. Darauf freue ich mich schon. Vielen Dank für die tolle Einleitung und danke, dass ich heute hier zu Ihnen sprechen darf. Einen wunderschönen Abend aus München. Ich bin leider nicht wegen des Oktoberfests hier, weil die Hotelzimmer sind auch nicht günstiger geworden. Ich hoffe, Sie sind wenigstens gut angekommen und finden in meinem Vortrag einige Impulse für die anschließende Podiumsdiskussion und einige Inhalte, die vielleicht auch zur Strukturierung beitragen. Okay, dann hören wir Ihnen zu. Bitte schön. Das will ich aber auch hoffen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn es nicht so ist. Also, ich möchte einfach mit Ihnen einige Erfahrungen teilen. Also ich bin auf weltweiter Ebene dabei, eigentlich Visionen von autonomer Fertigung, intelligenten Supply Chains und Tower Control Lösungen, Mobility Services und ähnlichen Themen bei Kunden zu implementieren. Meine Aufgabe ist es dabei praktisch, den Kunden zu begleiten. Wo will er hin? Wo ist er heute? Und wie kann er von seinem Ziel praktisch zurückarbeiten? Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, was das bedeutet. Wir haben vor kurzem basierend auf Daten bei einem unserer Kunden eine Analyse vorgenommen, wie hoch der Grad des Overengineerings ist. Und wir haben festgestellt, dass bei diesem Hersteller von relativ hochwertigen und sehr teuren Investitionsgütern etwa 300, 400, 500% zu viel Material genutzt wurde. Das ist ein Beispiel, wie man mit Daten rein produktseitig auf dem Weltmarkt, wo wir heute gut unterwegs sind, noch produktiver und innovativer werden kann. Das heißt, das Thema Daten wird uns begleiten in der Zukunft. Und ich möchte vielleicht einfach kurz mal starten mit einer Einleitung in Richtung, was das für uns bedeutet, was digitale Transformation für uns bedeuten kann. Und für mich sind das im weitesten Sinne vier Arten von Phasen, die wir durchlaufen. Wir waren in den 50er, 60er, 70ern in so einer Produktwelt, wo der Fokus auf Innovation war und auf Produktfeatures. Produkte wurden alle 8 bis 25 Jahre geupdatet und jeder war froh drüber. Dann sind wir in dieses Informationszeitalter reingestürzt. Da gab es eine ganze Menge an Innovation und auch Mehrwert, den wir entsprechend dargestellt haben. Wir haben Workflows erstellt, Backoffice Automation gemacht, viel IT-Technologie war dabei. Und dieser Wandel und diese signifikanten Produktupdates sind dann auch eher von 8 bis 25 auf 3 bis 8 Jahre gegangen. Und Technologien haben uns dabei unterstützt. Dann sind wir in den 2000er in diese Experience Economy gegangen, auch hervorgerufen durch den demografischen Wandel und die veränderten Ansprüche, die veränderten Weltsichten, die die neuen Generationen mitgebracht haben. Wichtig war hier, das beste Erlebnis zu erzeugen. Und die Produktlebenszyklen haben sich weiter reduziert. Und jetzt in der digitalen Ära ist der Wandel praktisch fortlaufend und der Druck auf das heutige Geschäft wächst dramatisch. Und erlauben Sie mir dazu, eine kleine patriotische Botschaft auch in diesem Rahmen zu geben. Was wir zurzeit sehen, ist, dass viele der Apps und der Applikationen, die KI benutzen, dass wir uns diese importieren. Diese kommen oftmals aus den USA und China. Weniger die darunterliegenden Plattformen, als vielmehr die Denkweise und die Wertesysteme, die auch in KI eingebracht werden.
Und mein Wunsch ist, dass wir mit unserer hervorragenden Ausbildung, die wir heute haben, basierend auf den Erkenntnissen des VDIs, seiner Partner, der Hochschulen und der Politik, entsprechend diesen Wandel gestalten, sodass wir praktisch diese Reise, diesen Vorsprung, den wir uns in den letzten Jahren hart erarbeitet haben, auch in der digitalen Welt erhalten können. Dazu möchte ich gerne noch mal kurz darauf eingehen, was bedeutet das konkret für uns? Also wenn wir in so ein durch diesen Wandel gehen und Technologie ist immer wichtiger geworden, dann hat sich der Technologiewandel jetzt vor allem auch vom Backoffice und von entsprechenden Lösungen wie E-Mails hin entwickelt zu Apps und zu digitaler Technologie. Also Technologie, die auch in den Produkten stecken, die wir heute als deutsche Weltmarktführer, Hidden Champions, Mittelständler entsprechend verkaufen. Viele dieser Produkte sind heute immer noch reine Produkte. Warum ist das so? Wie gerade auch schon in der Einleitung gesagt, es fehlt die Zeit für Innovation. Zurzeit läuft das Geschäft hervorragend, Umsatzsteigerung, 120% Auslastung, man findet keine entsprechenden Teile mehr, man findet nur schwer Menschen. Wir hatten angesprochen, die offenen Ingenieurs- und IT-Stellen. Und diese Herausforderung führt dazu, dass die digitale Transformation heute in Deutschland von einigen wesentlichen Entscheidungsparametern auch nicht vorangetrieben wird. Ich möchte das an dieser Stelle einfach nochmal highlighten, weil wir auch die entsprechenden Talente benötigen, um das Ganze zu tun. Deswegen ist die Ausbildung so wichtig. Der Fokus auch auf Innovation und sich dafür regelmäßig Zeit zu nehmen. Wichtig ist in dem Ganzen, dass der Fortschritt in Datenanalyse und Intelligenz praktisch diesen Weg von, ich kann mir eine Excel-Tapete anschauen, bis hin zu, sie sagt mir, was ich als nächstes tun sollte, erreicht hat. Das heißt, was wir zum Beispiel mit einem Kunden durchführen, ist eine Lösung, die basierend auf den Kamerasystemen in der Produktionshalle heute läuft und praktisch Warnhinweise gibt, wenn Menschen gefährliche Handlungen vornehmen. Dazu gehört, es fehlt der Helm. Die entsprechenden Stahlrollen sind nicht gesichert. Die Ladung auf dem LKW ist falsch gesichert. All das kann heute automatisch durch Bilder wahrgenommen, ausgewertet und auch entsprechend Feedback gegeben werden. Wenn eine gefährliche Flüssigkeit ausläuft, das ist heute automatisch erkennbar. Was wir sehen, ist halt, dass durch diese disruptive Kraft, die jetzt heute in den Händen von Organisationen aller Größen ist, sich der Wandel massiv beschleunigt und dadurch natürlich auch der entsprechende Wettbewerb. So, vor 50 Jahren war die Lebenserwartung einer Fortune 500 Firma etwa 500 Jahre. Aufgrund der heutigen disruptiven Technologie, den neuen Geschäftsmodellen, ist es zurzeit bei etwa 15 Jahren und abnehmend. Das heißt, die heutigen Geschäfte müssen überleben, neue Fähigkeiten entwickeln und sich selbst in digitale Firmen verwandeln. Die Systeme benutzen, die intelligent sind und die entsprechend Menschen, Prozesse und Assets in diesen Organisationen zusammen. Und was bedeutet das konkret? Wenn wir praktisch diese lineare Welt, die komplett physikalisch war, zusammenbringen mit dieser digitalen Welt, müssen wir auch Geschäftsmodelle finden, die praktisch diese Investitionen und diesen Wettbewerbsvorsprung auch rentabel erscheinen lassen. Was ich heute zurzeit sehe, ist, dass Technologie praktisch die Evolution der Geschäftsprozesse überschreitet. Smarte Produkte gab es schon für einige Zeit, aber praktisch mit den heutigen Technologien ist es möglich, sofort schnellen Mehrwert zu liefern, ohne riesige Entwicklungsprojekte. Deswegen auch die Disruption von Startups und der aktuelle Hype oder der Fokus auf Startups, gerade natürlich auch in Berlin. Und weil die Nutzung von Cloud und Big Data und Data Analytics weiterhin diese Verbindung zwischen smarten Produkten erlaubt, ist das jetzt die Möglichkeit, die Kundenbindung zu verbessern und sich im Business zu differenzieren. Und mit dieser Konvergenz zwischen physikalischer Welt, digitaler Welt, viele deutsche Firmen haben das bereits wahrgenommen, investieren massiv in das ganze Thema, aber wo es an vielen Stellen hapert oder was wir im täglichen
Umgang mit unseren Kunden, die sich damit beschäftigen, als Blocking Points sehen oder als Schwierigkeiten auf dem Prozess, das Ganze umzusetzen, ist zum einen das entsprechende Management Commitment. Einfach weil zurzeit sehr wenig Zeit da ist, um entsprechend diese Themen voranzutreiben. Viele Menschen, die man dafür braucht, sind extrem beschäftigt und es ist schwierig, sie praktisch aus dem Tagesgeschäft herauszuziehen, um Teams aufzubauen, die diese Herausforderung annehmen und als Challenge betrachten und hervorragende Lösungen entwickeln. Weiterhin sehen wir das ganze Thema Kultur und Kulturwandel von hierarchischen Organisationen hin zu mehr netzwerkartigen Konstrukten als wesentlichen Blocking Point einer entsprechenden digitalen Transformation in Firmen. Weiterhin, wenn wir auf den Markt schauen, Ressourcen wie Data Scientists und Menschen, die sich mit Machine Learning und mit Daten auskennen, sind extrem rar. Was heißt das jetzt konkret für das Skillset der zukünftigen Ingenieure? Und ich spreche jetzt hier aus Projekten, die wir mit europäischen oder weltweiten Konzernen, Mittelständlern, Startups durchführen, um praktisch diese digitale Transformation einzuläuten. Was ich mir wünschen würde, wäre mehr Interdisziplinarität. Warum ist das der Fall? Interdisziplinarität hilft dabei, Wertschätzung und Verständnis für andere Themen bereitzustellen. Wenn wir uns so ein typisches Team anschauen, das die digitale Transformation bei unseren Kunden umsetzt, besteht das optimalerweise oder in vielen Fällen aus einem Prozessexperten. Das ist meist ein Ingenieur, der die Produktionslinie, das Werk oder den Produktionsschritt extrem gut kennt. Es ist in vielen Fällen ein Data Scientist, der praktisch die Daten durchwühlt und nach Korrelationen sucht. Hier der Hinweis, die heutige Ausbildung, die ich dazu wahrnehme, finde ich vor allem im Internet, viel weniger bei den Universitäten, weil das Dinge sind, die ich mir praktisch im Online-Learning sehr gut beibringen kann, die ich, wo ich auch nicht zwangsweise jetzt entsprechende universitäre Ausbildung brauche. Was natürlich auch ein Treiber ist, neue Talente auszubilden. Dann haben wir Menschen, die praktisch dauernd Apps entwickeln. Sie kennen das selber aus Ihrem App Store, auf Ihrem Mobiltelefon. Dauernd kommt ein Update. Manchmal fragt das Update nach neuen Rechten, manchmal nicht. Man installiert das einfach. Man ist das so gewohnt. Und in der Zukunft werden in nicht kritischen Bereichen auch in der Industriewelt und in der Automotive-Welt solche Updates entweder over the air, also praktisch über das Funknetz, oder beim nächsten Serviceaufenthalt eingespielt werden. Das heißt, eine komplett neue Welt der IT kommt auch auf die entsprechenden IT-Organisationen zu, um diesen Wandel zu verstehen, zu akzeptieren und zu managen. Weiterhin haben wir in vielen diesen Projekten dann entsprechende Manufacturing Excellence Experten. Das sind teilweise Ingenieure, teilweise ausgebildete Mechatroniker, teilweise Menschen mit Lean oder Six Sigma Verständnis, also Methodenkenntnissen, die zur Optimierung der Produktion genutzt werden. Oftmals sind in diesen Teams dann auch User-Interface-Experten, die praktisch dann User-Interfaces designen, um in der Produktion Prozesse zu optimieren und den Menschen, die an der Produktionslinie stehen, ein einfaches User-Interface bereitzustellen, das exakt auf ihre Bedürfnisse und auf ihre Interaktionsmaßnahmen zugeschnitten ist. Diese User-Interfaces können auch komplett von typischen User-Interfaces, die wir heute kennen, abweichen. Zum Beispiel mit HoloLens, einer entsprechenden Mixed-Reality-Brille, die die entsprechenden User-Interfaces direkt in das Sichtfeld einspielt. Und oftmals hat man in diesen Projekten dann noch Cybersecurity- und Defense-Experten, weil wenn man seine Produktion zum Beispiel an entsprechende Lösungen anschließt, möchte man sicherstellen, dass diese Daten sicher, compliant und nachvollziehbar aufbewahrt und gesichert und geschützt werden. Was wünsche ich mir von den Ingenieuren, die ich in diesen Teams sehe? Neben der Interdisziplinarität ist es vor allem auch das Thema Verständnis für Zahlen und Data Science, weil dieser Begriff KI, die praktisch Muster erkennt, ist zurzeit an vielen Stellen top of mind, also in allen Köpfen und wird sehr häufig in der Diskussion genutzt. Was aber wichtig ist, ist in Projekten, wenn ich feststellen will, warum ein Transformator nicht läuft, warum ein Motor nicht läuft, den Kontext herzustellen und die entsprechenden Hypothesen mit den Daten, die ich aus entsprechenden Systemen bekomme, zu korrelieren.
In vielen Fällen brauche ich dazu einen Data Scientisten, der auch zumindest etwas von der Produktionsmethodik versteht oder von dem Produkt oder von dem Service, um den es geht. Versteht er das nicht, ist die Korrelationsbildung deutlich erschwert und das Projekt braucht viel länger. Wir hatten gerade schon angesprochen Datensicherheit und Schutz. Ich wünsche mir, dass die Ingenieure von heute eine Grundausbildung oder einen gewissen Grundstandard zum Thema Datenschutz und Datensicherheit bekommen. Wir als Microsoft werden am Tag mehrere hunderttausend Male angegriffen, weil wir ein attraktives Ziel sind. Wir wissen, wie wir uns dagegen wehren können. Diese Fähigkeit und diese Organisation, die dahinter steht, ist etwas, was dem Mittelständler oder auch kleineren Firmen nicht so einfach als Fähigkeit angeboren wird. Das heißt, was ich mir von den Ingenieuren wünsche, ist ein Grundverständnis, wann muss ich den Experten fragen, wenn es um Datenschutz, Sicherheit und Cyber Defense and Security geht. Weil die Zukunft auch unserer deutschen Wirtschaft wird in der klugen Bewirtschaftung unserer Daten liegen und dazu gehört auch, diese zu schützen. Weiterhin, wir hatten das in einem der Keynotes bereits angekündigt, ich möchte noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, das Thema ethisches Handeln. Warum ist es so wichtig? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nehmen wir an, wir bauen einen Recruiting-Robot, der praktisch aus Profilen und Lebensläufen die erfolgsversprechendsten Kandidaten raussucht. Nehmen wir an, wir nehmen, ich suche jetzt ein gutes Beispiel, 15 Wirtschaftsinformatiker, die alle aus Köln kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die praktisch die Kriterien, die ausgewählt werden, dann zu diesen Menschen passt, ist sehr hoch. Das heißt, das ganze Thema Diversity und ethisches Handeln bei der Nutzung von Artificial Intelligence ist extrem wichtig. Weil ansonsten wählt diese entsprechende Artificial Intelligence Lösung Wirtschaftsinformatiker aus Köln aus. Sicherlich nicht das intendierte Ergebnis für das Unternehmen oder die Gesellschaft oder die Bewerber. Weiterhin wird heute, und das ist sicherlich sehr unterschiedlich und von Universität zu Universität unterschiedlich, das Thema Projektmanagement oftmals noch als Wasserfallmethodik gelernt. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man anstatt eine standardmäßige Wasserfallmethodik zu lernen, zusätzlich auch das ganze Thema agiles Denken, agile Systeme, Scrum als, sage ich mal, Fachbegriff für das Thema mit auf das Curriculum nimmt, um den Menschen die Möglichkeit geben, Technologien und Methoden zu lernen, die zu schneller Implementierung, geringerem Risiko und damit auch zu größerem Geschäftserfolg führen. Weiterhin würde ich mir wünschen, dass, da bin ich jetzt vielleicht der Falsche zu, weil ich von der Firma Microsoft komme, weniger PowerPoint, mehr machen. Also was ich oftmals sehe, bevor irgendwas gemacht wird, werden 20 PowerPoints verteilt und dann wird da noch was gemacht und hier was gemacht. Ich sage nicht, dass man nicht strategisch denken soll, dass man nicht kommunizieren soll, dass man das nicht aufschreiben soll. Aber ich sag mal, dieser Wunsch, mal was umzusetzen, da würde ich mir wünschen, dass in Universitäten, in den Ausbildungen mehr diese Hands-on-Mentalität gefördert, trainiert und auch als wesentlich herausgestellt wird. Das soweit erstmal zu meiner Sicht, wo ich glaube, das sind wesentliche Kriterien, die in der Ausbildung entscheidend sind. Interdisziplinarität, neue grundlegende Kenntnisse zum Thema Datenschutz, Methodiken, ethisches Handeln und Denken, agile Projektmanagementmethoden. Und ich denke, das sind relevante Fähigkeiten, die wir in Zukunft in Deutschland benötigen, um unseren Weltmarktvorsprung zu halten. Warum ist mir das wichtig? Natürlich einmal aus einer persönlichen Perspektive, aber auch, weil ich glaube, wir können auf den Stärken aufbauen, die wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben und die Fähigkeiten und die Ausbildungstypen, die wir haben, in diese Richtung optimieren. Soweit von meiner Seite. Gerne stehe ich für Fragen jetzt zur Verfügung. Herr Simon, Sie haben den Applaus sicher gehört, oder? Ein wenig im Hintergrund. Wunderbar. Ich hoffe, die Übertragung war einigermaßen gut. Wir haben Sie sehr gut verstanden und wir haben mit großem Interesse Ihre Anregungen aufgenommen und würden ganz gerne jetzt ins Publikum gehen. Ich frage jetzt einfach mal, gibt es Fragen an Herrn Simon aus Ihrer Runde? Sind alle erschlagen von Ihren Vorschlägen, Herr Simon?
Gibt es Fragen? Das kann passieren, ja. Nein, es gibt Fragen. Aber ich habe zwei Fragen vielleicht dann direkt. Sie haben einige Wünsche formuliert, was Sie sozusagen sich vorstellen für die Ingenieurausbildung der Zukunft. Ja. Wie sieht es denn aus? Bekommen Sie das, was Sie sich wünschen, jetzt schon? Oder sind es wirklich Wünsche für die Zukunft? Mit anderen Worten, wie zufrieden sind Sie mit den Absolventen, die Sie gerade bekommen? Also ich würde das aus einer privaten Perspektive gern beantworten, weil ich ab und zu an der Universität in Stuttgart als Privatdozent tätig bin. Ich merke, dass das Grundsatzwissen immer mehr nachlässt. Das heißt, früher, wenn ich mit einem Masterstudenten gesprochen habe, konnte mir der aus seinem Grundstudium oder aus seinem Bachelorstudium immer noch im Detail sagen, was die Methode war, wofür sie gut war und wofür sie angewendet wird. Heute merke ich, das ist nicht mehr da. Warum das so ist, mag verschiedene Gründe haben, aber ich sag mal, das ist sicherlich eine Auffälligkeit, die sich so in den letzten Jahren immer mehr verfestigt hat. Beruflich kann ich sagen, dass wir recht zufrieden sind. Wir haben uns in den letzten Jahren gut entwickelt. Wir haben viele Bewerber auf die Stellen und wir versuchen eigentlich nicht weniger nach Fähigkeiten einzustellen, sondern vielmehr nach dem Mindset. Also praktisch diesen Wandel, wenn physikalische und digitale Welt zusammenkommen, die Herausforderung anzunehmen, daraus etwas zu machen und diese Ideen dann auch umzusetzen. Das ist uns vor allem wichtig im Bewerbungsprozess und wir können heute sagen, dass wir in den letzten Jahren sehr viel Glück mit den Bewerbern hatten, die bei uns angefangen haben. Das freut uns natürlich zu hören. Das Papier des VDI liegt sozusagen seit heute auf dem Tisch. War das für Sie überfällig? Also ich finde es hervorragend, wie die einleitenden Sprecher, aber auch das VDI-Papier strukturiert sind. Ich muss sagen, es trifft den Nagel auf den Kopf. Dieses Thema Interdisziplinarität, das Thema Mindset, gewisse grundlegende Fähigkeiten, die heute vielleicht eher im IT-Studium sind, sind aus meiner Sicht für den Ingenieur von morgen, der mit Daten und Services arbeiten wird, der neue Geschäftsmodelle aufbauen wird, entscheidend. Und ich möchte dazu anregen, diese Themen auch in der Hochschulwelt, in der Politikwelt und im persönlichen Umfeld anzuregen, damit es dort, damit wir, sage ich mal, unseren Fortschritt, den wir uns erarbeitet haben, in unseren Produkten dann auch zukünftig auf Plattformen, Ökosysteme und digitale Services ausweiten können. Der Bedarf nach Reform ist sozusagen ab heute als Steinchen ins Wasser geworfen. Mal schauen, welche Wellen dieses Steinchen schlägt. Ich gucke noch mal ins Publikum. Gibt es Fragen noch an Herrn Simon? Es gibt eine Frage, Herr Simon. Wenn Sie sich netterweise kurz vorstellen. Mein Name ist Rudi Seiler. Ich habe natürlich Ihre Anregungen für auf mehr Interdisziplinarität, die unterstütze ich voll. Aber ich sehe sie in dem Zusammenhang mit dem Problem, was Sie vorhin benannt haben, dass nämlich Ihre Studenten in der Universität Stuttgart nicht mehr die Tiefe haben, in einem Fach Fragen zu beantworten. Und ich glaube, es gibt hier nur eine Lösung, nämlich, dass man den Unterricht so gestaltet, dass die notwendige Tiefe da ist bei den Einzelnen, aber man die Fähigkeit den Leuten mitgibt, im Team zu arbeiten, weil nur im Team kann man die notwendige Interdisziplinarität erreichen und gleichzeitig die Tiefe. Also Lernen im Team kommt hier noch als weitere Anregung, Herr Simon, das hatten Sie sicher auch mitgedacht, ne? Genau, also das ist ein sehr, sehr guter Punkt, Herr Seiler. Und wie gesagt, ich möchte das nicht auf die Universität Stuttgart schieben. Es ist einfach eine Auffälligkeit, die sich im Laufe der letzten Jahre ergeben hat. Und das, was Sie mit dem Thema Teamfähigkeit meinen und auch den Akzeptanz der Meinung der anderen und verstehen, dass man vielleicht nicht alles weiß, sondern dass man auch andere Meinungen akzeptieren soll. Ich finde, das ist extrem wichtig in der heutigen Welt, weil die Fähigkeiten, die ich jetzt eben so grob skizziert habe, die existieren nicht mehr in einem Kopf. Das kann nicht funktionieren. Und ich glaube, die Universitäten können auch mit Teamarbeit, die aus meiner Sicht ich persönlich viel motivierender finde, als allein vor dem Rechner zu sitzen, einen erheblichen Beitrag leisten und leisten den natürlich auch heute bereits, aber können ihn vielleicht verstärken, um das Ganze zu unterstützen, Herr Seiler. Vielen Dank, das ist ein sehr wertvoller Beitrag. Gibt es weitere? Sie wollten? Sie?
Ja. Ja, vielleicht noch mal eine ganz kurze Frage. Mein Name ist Martin Neumann. Ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich bin aber auch Hochschullehrer und bin in der Ingenieurausbildung auch tätig. Was mir immer wieder auffällt, und jetzt will ich mal Ihren Blick darauf auch hören, die Frage der Motivation. Also ich glaube, man muss den Prozess viel, viel eher, also wenn wir dann in der Ausbildung sind, ist es meistens zu spät. Und ich habe mich gewundert, auch in den letzten Jahren, ich hatte meinen Ruf also 1999, das heißt, in den vergangenen Jahren habe ich da so quasi eine ganze Generation erlebt und ich habe festgestellt, dass das immer schlechter wurde. Ich will es mal so sagen. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die Motivation dorthin? Es gibt ja Projekte, nenne ich Haus der kleinen Forscher oder was es auch alles immer gibt, wo wir sagen, wie fangen wir einfach an, damit wir also da nicht einfach prügeln müssen, in Anführungsstrichen, sondern tatsächlich eine Motivation, die dann auch erfolgreich ist. Zum Erfolg führt? Das ist natürlich jetzt eine geladene Frage und ich finde die total wichtig, weil für mich zum einen das Beispiel von Herrn Seiler mit der Teamarbeit auch zur Motivation führt. Zum zweiten gab und gibt es ja auch die Thematik, dass an einigen Schulen auch rausgeprüft wird. Und ich glaube, die Motivation kommt aus vier Aspekten. Einer guten Zukunftsaussicht persönlich, Professoren und Übungen, die praxisnah sind und die nicht Wissen prüfen, um jemand rauszuprüfen, sondern um ihn auf die Zukunft vorzubereiten. Eine stärkere Interaktion von Projekten oder auch mit Unternehmen, gemeinsam Dinge mal zu machen, weil die Cluster aus Universität, Thinktanks, Startups, Unternehmen aus meiner Sicht in Deutschland unglaublich stark sind und diese Fähigkeiten stärker genutzt werden könnten. Und zum vierten hängt es natürlich auch immer von der persönlichen Motivation ab. Die lässt sich sicherlich, also warum studiere ich, was ist mein Ziel? Was ich mir wünschen würde, wäre in dem Kontext vielleicht auch noch eine stärkere Karriereberatung in der Schule. Welche Optionen habe ich? Warum mache ich das? Wie kann ich meine persönliche Motivation in diesem Dreieck von was kann ich, was will ich und welche Optionen ergeben sich daraus mit den Abschlüssen, die ich habe, halt ermöglichen. Und ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Leider fehlt mir da die inhaltliche Tiefe, um ihn weiter auszuführen, weil das für mich letztendlich auch nur ein Hobby ist und ich die gleiche Beobachtung habe, aber letztendlich bis auf entsprechende Gimmicks mitzubringen, Projektgruppen zu machen und die Menschen mal aus der Universität rauszuführen, ich auch noch keine allgemeine Lösung für diese Challenge gefunden habe. Vielen Dank für diesen super Beitrag. Ich denke, dafür gibt es auch kein Patentrezept, aber ich finde, wir müssten auch mal für die jungen Leute eine Lanze brechen. Da ist nicht jeder unmotiviert. Manche sind auch super drauf und werden einfach nur auch von ihren Hochschulprofessoren nicht wirklich abgerufen, wie auch bei einem Betreuungsverhältnis, was bisweilen etwas abenteuerlich ist. Also vielleicht können wir uns darauf einigen, dass dann nicht alle Ingenieurstudium beginnen, ohne zu wissen, was sie da eigentlich tun. Gibt es noch weitere Anregungen, Frau Sieling? Ja, guten Abend, Irene Seeling, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände aus der Bildungsabteilung. Wir haben ganz viel über Erstausbildung heute Abend schon gesprochen und ich würde gerne den Blick noch mal lenken und auch mit einer Frage an Sie, Herr Simon, verbinden zum Thema Weiterbildung. Wir haben ja, wenn wir uns die Zahl der Beschäftigten anschauen, über 40 Millionen ist ja eigentlich das viel größere Feld, was den Handlungsbedarf angeht, als im Bereich Erstausbildung mit 12 Millionen in Deutschland ungefähr. Was ist Ihr Wunsch in Richtung Hochschulen oder andere Akteure in der Bildungslandschaft in Deutschland zum Thema Weiterbildung aus Unternehmenssicht? Was machen Sie konkret? Mit welchen verbünden Sie sich beim Thema Weiterbildung? Wie nehmen Sie Ihre Beschäftigten mit als IT-Unternehmen, als Forerunner sozusagen? Aber auch dort gibt es natürlich Weiterbildungsbedarf. Und vielleicht dann mit Blick auch auf das Thema nationale Weiterbildungsstrategie mit dem Start im November. Was könnten da Ansatzpunkte sein? Uiuiui. Ui, gleich 5 Fragen auf einmal, ja. Also ich versuche das mal kurz zu beantworten. Also erstmal das Fragenset ist genau das Richtige, weil früher hat man gesagt, auch ich studiere und dann arbeite ich. Die Zeit hat sich verändert. Also für mich ist das persönlich auch eine Challenge. Also die Anzahl der möglichen Trainings ist mittlerweile gigantisch. Ein Teil bekomme ich kostenfrei, ein Teil ist online, ein Teil ist offline. Ich sehe einen Trend
zur Online-Fortbildung. Wir sehen das an der RWTH Aachen, wo der Frank Piller jetzt auch nicht mehr die Vorlesung jedes Jahr gleich hält, sondern einfach den Studenten das entsprechende Video vom letzten Jahr zur Verfügung stellt und dann für Fragen in die Vorlesung kommt. Und ich glaube, dieser Trend wird zunehmen. Die Frage, die ich mir natürlich dazu stelle, sind, haben wir die Plattformen dafür? Weil was ich zurzeit sehe, ist, es gibt im universitären Bereich so einzelne gute Initiativen, wo hervorragende Planspiele und Ähnliches online auch bereitgestellt werden. Leider fehlt die Verbreitung. Es fehlt das Geschäftsmodell. Es fehlt die Möglichkeit, praktisch das auch geschäftsmäßig zu betreiben oder zumindest so, dass man eine Erweiterung finanzieren kann. Ich glaube, das Wissen ist an den Universitäten da. Der Wunsch, da auch mehr raus zu machen, nur die Organisationsstrukturen geben das an vielen Stellen nicht her. Für uns als Microsoft bedeutet das konkret, wir haben einen 70-20-10 Ansatz, 70% Learning on the Job, 20% Online-Training, 10% persönliches Training, abhängig von der Rolle. Und wir haben viele verschiedene Rollen, Beratung, Verkauf, Support, Produktgruppen, Engineering, Testing. Das heißt, diese Trainings werden dann immer auf die entsprechenden Zielgruppen hingeführt. Was wir als wertvoll empfunden haben, sind zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass wir die Menschen, die die Themen treiben, regelmäßig persönlich zusammenbringen, trotz all dieser wunderschönen und modernen Kommunikationsmittel. Wir haben zum Beispiel eine Veranstaltung, die nennt sich Digital Ready, die führen wir in Las Vegas durch. Dort kommen zwischen 40.000 und 35.000 Microsoft-Mitarbeiter mit 10.000 bis 20.000 Partner-Mitarbeitern zusammen für eine Woche. Wir haben weitere Veranstaltungen dieser Art, die alle dann etwas kleiner sind, ja, sowohl für unsere Kunden als auch für uns selbst. Und ich glaube, wir brauchen einen guten Mix und wir brauchen die Plattformen, wo Menschen sich aufschalten können, um Lernen einfach zu machen, Spaß zu machen und zu konsumieren. Zurzeit sehe ich alle diese Plattformen außerhalb der Universitäten. Und die Frage ist, werden die Universitäten hier die Relevanz behalten? Wenn ich guter Data Scientist werden kann und mehr verdienen kann als ein Ingenieur, warum sollte ich zur Universität gehen? Vor allem, wenn ich das auch im mittleren Alter, also ich bin jetzt 40, durchaus auch selber mir noch beibringen kann. Und was ich mir wünschen würde von den Universitäten, ist ein lebenslanges Coaching- und Karrieremodell, wo ich nach dem Abschluss auch weiter betreut werde, gerne gegen eine Gebühr, wo mir sagt, du, in unserem Alumni-Netzwerk wird was frei, du solltest mal folgendes Training machen, auf unserer Fortbildungsschule gibt es folgende Veranstaltungen, die passen zu dir. Und da würde ich mir wünschen, dass die Universitäten oder die Institute sich Gedanken machen, wie sie diesen lebenslangen Weg halt gestalten können. Ein wunderbarer Traum, eine schöne Vision. Vielen Dank, Herr Simon, für diese Beschreibung. Aber ich denke mal, gerne, das ein oder andere muss, bis das dann passiert, noch gemacht werden. Und das ist eigentlich unser Stichwort für unseren nächsten Redner. Ich gucke noch mal, ob es eine abschließende Frage noch gäbe. Gibt es nicht aus dem Publikum, aber vielleicht noch von mir, Herr Simon, wenn Sie es mir erlauben. Sehr gerne. Sagen wir, Sie hätten einen Fingerschnipp und Sie dürften in der deutschen Ingenieurausbildung was verändern. Was würden Sie sofort verändern? Oh, das ist ein sehr geladene Frage. Wollen Sie jemand anrufen? Also ich würde gerne den 50-50-Joker benutzen. Also Publikumsjoker. Genau. Also ich habe dazu keine Meinung äußern wollen, weil die Themen, die ich angesprochen habe, sind für mich alle von gleicher Wichtigkeit. Da hätte ich jetzt keinen Cookie-Cutter für Sie, aber nach den Fragen aus dem Publikum, die eigentlich auch eher Statements waren, muss ich sagen, also ich glaube, mit dem Publikum wird das eine ganz erfolgreiche Podiumsdiskussion und Sie werden zu wertvollen Erkenntnissen kommen und ich kneife jetzt an dieser Stelle und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend aus dem Studio in München. Eine wunderbare Abmoderation. Dankeschön, Arndt Simon.